Hey Leute, hallihallo und herzlich willkommen und heute zeige ich euch mal einen richtig geilen Seed. Der Seed, der lautet, ja, ich werde euch den in den Kommentar packen, weil der ist richtig lang. Und ja, es ist ein Minecraft Seed 1. Wieso eine 1? Ah ja, 1.7. 10 glaube ich, dass das allerneueste ist. Kann auch sein, dass ich falsch habe, aber ja, normalerweise ist das richtig. Und ja, da gibt es richtig geile Sachen. Das muss man anhaben, sonst funktioniert das nicht. Und ich erstelle die Welt mal und die ist richtig geil. Hier gibt es richtig geile Sachen, was man bekommen kann. Und ja, wenn ihr hier gerne, richtig gerne spielt, dann müsst ihr den Seed eigentlich haben. Ich spawne hier. Also, dann hat man hier direkt schon ein ganzes Feld voll mit Sachen. Hier die Bonustruhe, wenn man die anhat, dann kriegt man halt normale Sachen. Ein bisschen Brot, eine Spitzhacke, eine Axt, eine zweite Spitzhacke, eine zweite Axt. Und dann natürlich ein bisschen Holz. Ist jetzt nichts Besonderes dran. Aber das Schönste kommt noch. Da hinten müsst ihr normalerweise irgendwo einen Tempel sehen, den ich jetzt gerade nicht sehe. Weiß nicht warum. Vielleicht weil ich in der falschen Version spiele oder den Seed falsch habe eingetippt. Aber normalerweise ist das der richtige Seed. Jetzt, da ist der Tempel. Ja, ich habe ihn gefunden. Und dann werde ich hier mal ein bisschen zur Schmiede gehen, weil da fängt der Spaß schon an. Man öffnet die Truhe. Wow, 3 Diamanten, 7 Obsidian, ein Eisenschwert, ein Eisenhelm, ja, ein Stück Brot, Eichensetzling, das ist wirklich scheiße, und Goldbarren, das ist schon richtig Spektakel, wenn ich das hier jetzt schon anziehe, naja, das geht ja nicht, ja, ich habe den jetzt schon an, aber so kann man übrigens auch Sachen verdoppeln, aber egal, dann gibt es hier ein Tempel, ne? Und hier ein bisschen Massenwerk. Ich bin hier sehr unfähig drin, also gleich explodiert alles. Bam. Also hier Knochen, ne? Dann hier 3 weitere Diamanten und wieder ein paar Knochen und ein Sattel. Ne, das ist nichts Besonderes, aber bislang ist das eigentlich etwas ganz Spektakuläres. Und hier noch ein bisschen Eisen. Auch geil. Und den hatte ich normalerweise schon. Ja, habe ich. Und jetzt denkt man, wow, was bin ich da jetzt mit? Eine normale Welt hat das auch alles. Ja, das stimmt, aber ich habe ja für euch schon den Seed. Ich meine, die Koordinaten für alles. Hier, das wollte ich euch auch mal zeigen, hier einen kleinen Brunnen. Ne, das sieht man auch nicht immer in Minecraft. Okay, und dann müsst ihr einfach teleport. Und dann gibt es hier nämlich noch ein zweites NPC-Village. 3, 3, 6. Dann 6, 5. Und minus 303. Minus 303 und dann kommt man hier raus. Ah, okay. Okay, ich hatte falsche Daten eingegeben. Ich muss normalerweise einen höher eingeben, aber egal. Also von den 65 glaube ich, dass das ist 65. Ja, muss man 67 eingeben, denn funktioniert es. Und hier in der Schmiede gibt es etwas ganz Geiles, nämlich man kann ein Nether-Portal machen. Dann gibt es auch noch eine goldene Pferderüstung. Wieso liegt das jetzt eigentlich hier? Ja, okay, denn Äpfel. Für die gesunde Nahrung und dann noch eine Goldbarre. Und das ist noch nicht alles, was dieser
Ziel zu bieten hat, weil der hat noch viel mehr zu bieten, nämlich einen ganz großen Mesa-Biom. Das ist dieser Tonbiom. Und dann muss ich hier eben kurz den Seed eingeben. Dann mal gucken. 6,9. Weil ich hatte das. Ich hatte den Seed irgendwo mal gelesen. Aber ich kenne die Koordinaten nicht alle. Ich habe nämlich die ganze Welt mal besucht. Ich flog so ein bisschen überall rüber. Und dann, ja, sieht man das alles. Sieht man das alles? Okay. Und der Tonbiom fängt, glaube ich, schon hier an. Ne, das ist nicht Sand. Aber, ah da. Dann gibt es hier noch Tonbiom. Haben ganz viele Leute noch nie gesehen in Minecraft. Ich habe so Mega-Lags in diesem Moment. Obwohl es normalerweise laufen muss auf meinem Computer. Aber okay, dann hat man hier also ein ganz, ganz großartigen Mesa-Biom. Und vor allem finde ich, was geil aussieht, wenn man jetzt diesen Teil, nur das Weiße, ne, das weiß gefärbten Ton, wenn man das farmt, ne, und dann davon ein geiles Haus baut, das sich wird hier nur eine Fassade bauen. Das hier ist die Rückseite. Guck mal. Sieht richtig geil aus, aber egal. Dann gibt es hier noch etwas ganz Geiles, nämlich ein Mega Ice Peak Plains Biom. Das ist 1000 Teleport, 1600 da. 74 gibt, muss man eingeben. Und dann noch 34, also 3414. Und dann kommt man. Kommt man? Okay, dann kommt man hier aus. Das sieht richtig geil aus. Das hatte ich zuvor noch nie gesehen. Also das ist einfach Eis. Das sind so, ihr wisst schon, wie ich meine, glaube ich. Das sind so Bäume, solche Tannenbäume, glaube ich. Das muss sein. Und dann Eis. Richtig geil. Und dann habe ich hier noch etwas anderes, was ich mit ein bisschen Googeln gefunden habe. Warte mal. 50 und minus 444. Da. Das hier kannte ich nicht. Das habe ich jetzt mit ein bisschen Googeln gefunden. Ah, das ist eine Ravine. Oh. Da ist ja auch nichts Besonderes dran. Das hat man fast auf jeder Welt. Aber mit den Koordinaten, was ihr jetzt habt, ist alles, könnt ihr das hier finden. Und könnt ihr das hier alles finden. Aber warte, das Geilste, das kommt noch. Und das ist ja der Endportal 350, 71 und der natürlich minus 590. Und wo kommt ihr denn? Wenn ihr den eingegeben habt, dann denkt ihr erst so, ne, was ist das? Was für Scheiße soll das? Aber, ich bin hier am Fliegen. Wenn ihr hier nach unten baut, ne? Nach unten baut. Hoffnung stirbt zuletzt. Ne, ihr wisst, das ist, oder wir lassen das offen, sonst sehen wir ja nichts. Ich muss kurz hier im Lava fallen lassen. Dann machen wir es so. Okay. Und dann gibt es hier einen Mob-Spawner. Dann gibt es hier die Endportale. Naja, wir sind hier Game Mode Creative. Ich dachte schon, scheiße, jetzt sterbe ich. Okay. Und dann hier ist der Rest. Ich muss eben kurz eine Fackel, die brauche ich doch schon irgendwie. Sonst sieht man hier nichts. Kann ich euch das mal alles zeigen, für die, was das noch nie gesehen haben, aber jeder, der Minecraft spielt,
muss das schon kennen. Ne, das ist das hier. Das hier ist halt das hier, ganz viele geile Future. Also ja, das. Ich bin hier jetzt schon verlaufen irgendwie. Ich finde den Weg nie wieder zurück. Aber egal. Das war's für diesen Kanal, diese Sims-Vorstellung. Und wichtig ist, ihr braucht natürlich 1.7.9 oder 1.7.10. Also das, was ich jetzt auch benutze hier. Seht ihr es nochmal? 1.7.10. Texture Pack Link werde ich vielleicht auch in der Beschreibung packen. Ich weiß noch nicht, weil das jetzt einfach Speks oder Specs oder. Das kennt normalerweise jeder Minecraft-Spieler, dieses Texture Pack. Und ja, das war es eigentlich jetzt mit dem Seed. Und ja, wenn ihr noch einen geilen Seed in der Beschreibung habt. Naja, und warte, ich zeige euch, dann schreibt ihr es und jetzt zeige ich euch doch mal, was ich bekommen habe damit. Ich habe hier das hier alles Basics. Ich habe einen Eisenhelm bekommen, also was ich jetzt schon verdoppelt habe, dupliziert. Ein Eisenschwert. Goldbarren, 14 Obsidian, eine goldene Pferderüstung und 6 Diamant. Das ist schon richtig viel. Jetzt werde ich mal wieder meinen normalen Game Mode einschmeißen, weil den kann ich hier privat drauf spielen. Und das war's. Tschüss.